Herzlich willkommen bei Küchengeflüster mit Ela. Heute möchte ich mit euch ein Spinat-Eier-Omelett gefüllt mit Schafskäse machen. Dafür benötigen wir 3 Eier, 50 Gramm Spinat, das sind ungefähr 4 solche kleinen Würfel, und 70 bis 80 Gramm Schafskäse. Nachdem wir die Eier aufgeschlagen haben, muss der Spinat gut mit den Eiern verrührt werden. Das Ei wird nun in einer beschichteten Pfanne mit Öl gebraten. Als Gewürze gebe ich Pfeffer und Salz dazu. Wenn das Omelett durchgebraten ist, gebe ich auf die eine Hälfte des Omeletts den zerkleinerten Schafskäse. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Bei dem Spargelomelett benötige ich 2 Stangen Spargel und schneide sie in dünne Scheiben. Den Spargel brate ich für ca. 2 Minuten an. Ich würze das Omelett mit Salz und Pfeffer. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert.